Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir stehen hier oben am Silagelager, denn so wie es im Streamtitel oder beziehungsweise im Folgentitel schon drin steht, es ist eine gute Zeit, was zu investieren, finde ich, ne? Ja, unser Kontostand sieht schon nicht schlecht aus. Jürgen hat schon kräftig gearbeitet die letzten zwei Tage, ne? Also er hat ja so, glaube ich, schon mehr wie Überstunden gemacht, Überstunden so ungefähr, ne? Denn wir sind schon am 2. September angekommen. Lohnaufträge gibt es aktuell mal keine. Ne, haben wir alle abgearbeitet. Unser Feld, halt, dort muss ich hin. Ich habe mich gerade noch angemeldet hier. Unser Feld 18 ist mit Weizen angesät. Unser Feld 12 ist mit Gerste angesät. Ja, was mich ein bisschen stutzig macht oder was ein bisschen schlecht ist, wenn wir ja gucken, von der Bewertung her, kommen nicht so richtig vorwärts. Hier steht überall da, wir hätten keinen Stickstoff drauf. Die Felder sind aber gedüngt. Da weiß ich auch noch nicht, wie sich das verhält. Ne? Aber ja, müssen wir mal gucken, wird es auch irgendwo eine Lösung geben. Ne? Bei allen Feldern generell. Wir haben überall eine relativ, ich finde, schlechte Bewertung. Ich weiß nicht, ob es an der ersten Saison liegt. Und überall fehlt uns Stickstoff, obwohl sie gedüngt sind. Außer 57, ne? Da haben wir aber noch nichts weiter gemacht, ne? Da weiß ich nicht, ne? Aber wie gesagt, werden wir mal schauen müssen, kann ich so erstmal nicht sagen, ne? Da hinten fährt unser LKW noch Gärreste runter in die Agrochemie. Ja, wir wollen hier Ballen verladen, denn wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld, wenn ich mich nicht vertan habe. Wollen ein bisschen was investieren. Ja, aber dazu, wie gesagt, müssen wir erstmal Ballen verladen. Wir werden hier Silageballen mitnehmen. Ein Hänger ist schon aufgeladen. Hier vorne steht schon einer, ja. Das ist hier, da kommen hier solche schönen rosa Ballen raus, ja. Das ist, ich weiß nicht. Weiß ich, ob die Folienfarbe mit Absicht eingestellt ist, ne? Das müssten wir bei Gelegenheit mal fragen, ne? So, wir nehmen natürlich Silage, ist klar, was anderes ist ja nicht drin. Wir machen 180er Rundballen. Ja, dann braucht man eigentlich 28 Stück. Nicht 100 und 28 so rum. Weil das ist die Menge, die wir aufladen können. Wenn wir Glück haben, steht er jetzt hier schon auf Autoload. Ne, steht er nicht. Dann kommen nur 24 Ballen raus. Ach doch, saß ich nicht schnell genug drin, ne? Oder? Reichen die noch? Doch, die 6 Stück müssten reichen, oder? Genau, 28 Stück haben wir. Und da werden wir die zwei hier zur Verkaufsstelle schicken. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt quer über die Map müssen. Ne? Müssen wir erst noch mal gucken. Halt so rum. Ich glaube, Silage war 303, also über 300 ist es. Also schweren Herzens verkaufe ich hier die Silage. Ne? Beim Verkauf Landhandel. Die müssen quer über die Map. Ich hoffe mal, die kommen noch an. Ne? Dass wir auch noch investieren können. Aber ich denke mal schon. So, Verkauf, Landhandel. Halt, nicht Verkauf, Ballenverkauf, Landhandel. Dort müssen wir hin. So, und er muss natürlich auch dorthin. Ja, der eine oder andere wird sich schon fragen, was wollen wir investieren? Neue Geräte? Nee, leider nicht. Wir brauchen mehr Land. Ne? Dahin wollen wir. Ja, wir brauchen mehr Land. Wir müssen ja mehr Früchte anpflanzen, weil es sieht nämlich aktuell so aus bei unserer Produktion. Agrochemie läuft gerade noch so. Ja, Mineraldünger wird noch hergestellt, Saatgut wird hergestellt, Mineraldünger, klar, die Steine haben wir eingesammelt oder kaufen sie halt zu. Das würde ich weitermachen, dass wir da entsprechend Dünger herstellen können. Das ist eigentlich Grundlage, dass wir die Felder in Gang kriegen alle. Ja, Zuckerrübenschnitzel hier in der BGA sind so gut wie alle. Wir haben noch 3000 Liter, glaube ich, im Lager Zuckerrüben. Aber das lohnt nicht, hierher zu fahren. Wir haben ein Feld, wo Zuckerrüben drauf sind. Aber ich denke mal, wir brauchen vielleicht noch eins. Ne? Und ja, Silage, Bunkersilos sind beide fertig gegoren. Ich habe das, was nicht komplett gefüllt ist, schon oft gemacht. Das andere werden wir noch zulassen können. Erstmal mal gucken, ne? Aber da müssten wir auch was reintun, denn das ist momentan so eigentlich die einzig gute Einnahmequelle hier, unser BGA, was wir haben. Ne? Ja, der Futtermixer ist aus, aus dem einfachen Grund, Mineralfuttermixer, so rum, weil Zuckerrübenschnitzel sind alle, klar könnte ich die 3000 noch verschnitzeln, ne? Aber ja,
warten wir. Ne? Und Mischfutteranlage ist auch ausgeschaltet. Wir haben 1,1 Millionen erstmal hergestellt. Tiere sind erstmal ein bisschen in den Hintergrund geraten. Sicherlich auch mit eins der nächsten Investitionen, aber mal gucken. Ne? Ich meine, das Mischfutter können wir auch erst aktuell ja nicht verkaufen. Das können wir ja nur verfüttern sozusagen. Ne? Von daher ist das auch erstmal aus hier wieder und ja, gucken wir mal. Ja, um Mineralfutter herzustellen, braucht man natürlich auch Soja. Und ja, das sieht es eigentlich so aus, was ich mir überlegt habe. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ne? Aber ich hoffe mal schon. Ne? Ja, Zuckerrüben gibt es einmal auf Feld 2. Ne? Auch auf Feld 25. Und da sieht es so aus vom Wachstum her. Feldfrüchtewachstum. Das ist dunkelgrün. Also wir hätten hier schon noch eine Chance. Ich sehe ja aktuell ja hier noch nichts so richtig, ne? Precision Farming mäßig. Ich vermute mal, wir hätten hier noch eine Chance, wenn wir es heute kaufen, weil es am nächsten Tag, also im 1. Oktober sozusagen oder 1. Oktobertag, dann erntereif werden könnte, dass wir hier noch eine Düngerstufe aufbringen können. Ne? Dass wir vielleicht von den 64% noch ein bisschen besser gestellt werden. Ja. Gut, das Feld ist jetzt hier nicht so, also, ja, was heißt nicht so teuer? Im Gegensatz zu anderen Feldern ist es vielleicht doch nicht so teuer. Es sind 525.000, ne? Ja, und dann eigentlich haben wir sehr, sehr teuer Soja eingekauft. Und da müssten wir eigentlich noch ein Sojafeld kaufen, ne? So, ein Soja ist auf Feld 4, ne? Wird nichts werden, ne? Ja, Feld 47 ginge schon. In die Richtung, wie wird nichts werden, ne? Auch zu groß, ne? Ich weiß nicht, was kosten auch die 47? Sind auch 4,2 Millionen, die kriegt man echt nicht zusammen mit unserer 2 Ladung Silage. Feld 62 wäre auch so ja drauf, 325.000, aber eigentlich sagt mir dann mehr als Feld 53 zu, muss ich ehrlich sagen. Kostet 1 Million oder 1.079.000, ne? Weil wir hätten dann auch nochmal ein Feld, wo wir auch in der nächsten Saison von einer relativ guten Größe definitiv noch was anpflanzen können. Also diese Saison nicht mehr, das ist rum. Aber wir haben ja dann noch hier unten die 58, die 36 haben wir auch noch Zuckerrüben drauf. Dann hätten wir die 2 noch dazu. Ja, das sind schon Feldgrößen, das geht schon. Ne? Also ich sag mal, das andere ist schon ganz schön groß alles. Ne? Aber das ist so eigentlich der Plan, dass man Feld 2 kaufen und Feld 53. Ich glaube, das würde gerade so gehen. 1,6 Millionen. Ne? Aber verkaufen eben trotzdem noch ein bisschen Ware, weil wir müssen es ja, damit wir es nutzen können, Precision Farming technisch definitiv erstmal auch noch die Boden analysieren lassen. Und ja, deshalb brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Ne? So, aber es steht auch noch einer, zum, der was verkaufen soll. Ja, die 2 hier fahren noch. Ne? Nicht er. Er bringt Gärreste. Da vorne steht einer. Genau, da will ich hin. Wir werden auch hier noch eine Ladung Raps verkaufen. Ne? Raps sieht so aus, bin ich der Meinung, wenn ich mich nicht komplett vertan habe, dass wir Raps echt nur brauchen würden, um Siliermittel herzustellen. Das müssen wir auch noch machen. Ne? Brauchen wir auch wieder Soja dazu. Ne? Deshalb auch mit den Soja. Aber wenn wir von unseren 100.000 Litern, die wir, glaube ich, im Lager haben, Raps 50 verkaufen, 50.000, also oder 52, eine Ladung voll. Wo müssen die überhaupt hin? Hier 105.000 haben wir, genau. Wir würden 1.359 kriegen am Getreidehandel. Das wäre schon eigentlich ja, machbar. Mit den anderen 50.000, da können wir so viel Siliermittel herstellen. So viel brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ne? Also werden wir auch eine Ladung Raps noch einladen und den schicken wir zum Getreidehandel. Und da sollte es eigentlich für unser Vorhaben reichen. Dann müssten die Felder gedüngt werden und dann könnten wir schon wieder die Nacht überspringen. So dass wir im Oktober ankommen. Verkauf, ne? So, Getreidehandel. Da können wir ihn losschicken. So, theoretisch Feld 2 könnten wir ja schon mal kaufen. Sind die anderen 2 schon dort? Ne, die fahren ja noch hochwärts. Die haben noch ein bisschen Weg vor sich. Ich meine, das ist schon eine ganz schöne Strecke bis hier hoch dann, ne?
Also Fahrwege werden wir schon mit dem Feld 53 ganz schön haben, weil ich hatte erst hier hinten überlegt, Feld 10, ja, ne. Meine wäre von der Investition her 500.000 oder 555.000, ne. Sind wir auch mit dem Feld 12 nicht weit weg, ne. Aber wir brauchen zwingend so viel Fläche wie möglich, ne. Meine interessante Felder sind da schon noch dabei, ja. Das ist so genauso hier unten Feld 29, auch nicht uninteressant. Auf der 29 ist aber drauf Sonnenblumen, ne. Brauchen wir aktuell nirgends. 34 wäre natürlich genial, ne? Erntereifer Mais, Häckseln und dergleichen, aber geldmäßig nicht machbar. 3,4 Millionen. Die wird man auch nicht zusammenkriegen, wenn wir noch einen Tag sparen. Ne? Und dann könnte es hier sein, wir springen rüber im Oktober und die KI verkauft es uns. Ne? Erntet es ab, so wie wir es ja schon gesehen hatten. Ne? So, also wie gesagt, Feld 2 kaufen wir schon mal. Oder wir fangen, nee, wir kaufen schon mal das Feld 53. Ne? Da kann nämlich schon mal der Düngerstreuer auch dort hoch. Da braucht auch eine Weile, er da ist. Beziehungsweise müssen wir das ja Precision Farming mäßig noch Bodenprobe kaufen. Ne? So, Bodenanalysierung kostet uns dann nochmal 18.000. Und sollten wir jetzt eigentlich sehen, warum nicht? Doch, jetzt sehen wir es ja alles 50, aber warum geht das? Warum sehe ich keine Bodenanalyse selber? Umweltbewertung. Ach so, das war nicht aktiv, ne? Oder das habe ich gar nicht gekauft. Kann das sein? 535.000. Nee, habe ich nicht gekauft. Umweltbewertung kaufen. So, und jetzt sehen wir es auch. Ja, genau. Und dann kommen wir auf 57%, weil dann ist auch unten der Balken für die Bodenbewertung natürlich voll da. Ne? Ja, aber doch falsch gedrückt hier auf dem Controller. Naja, alles Bedienerfehler. Ne? So, hier kommen schon die ersten wahrscheinlich am Ballenlager oben an. Aber wir werden erstmal gleich nochmal zu dem Feld hinspringen. 53. Um zu gucken, ja, es müsste. Ach so, nee, Dünger muss ja nicht drauf bei Soja, ne? Aber Kalk müsste drauf, ne? Theoretisch müsste man noch kalken können, ne? Sie fragen, ob das noch was bringt, und wir brauchen natürlich einen Kalkstreuer mit Pflegebereifung, ne? Also den hier könnte man nicht nehmen, haben wir dann schöne Fahrspuren drinne. Ui, warum ruckelt es jetzt so? Da müssten wir hier unseren Glas nehmen. Weil erfahrungsgemäß kann der mit dem Kalkstreuer umgehen. Ist jetzt bloß die Frage, ob der Kalkstreuer auch schon umgerüstet ist auf Pflegebereifung. Der wird Breitreifen haben, ne? Den müssen wir dann mal kurzfristig umrüsten. So, ich muss auf der Werkbank stehen, genau. So, konfigurieren und Pflegebereifung. Natürlich Aufbau muss draufbleiben, ne? Dann sollte das so passen. Und dann kann ich ja hier mal losdonnern zur 53.
Rest passt, ne? So, er kommt auch gleich am Landhandel an. So, und hier die zwei Kandidaten. Mal gucken, was so eine Ladung Silageballen bringt, ne? So, hier einmal abladen. Weil sagen, dann nimmt die nicht auf der Ladefläche. Doch, nimmt er. So, das waren schon mal 55.000. Und wir haben auch etwas Umweltbonus erhalten, aber da liegen noch Ballen rum, die daneben gefallen sind, ne? So, er fährt wieder hoch in unsere Milchviehanlage. Dort oben hat er gestanden. Da weiß ich auch jetzt nicht so recht, welchen Parkplatz. Da schickt man mal ganz einfach zum großen Kuhhof. Zum großen Kuhhof. Tankstelle Diesel. So, wenn wir mal hier gucken, hier sind doch welche daneben gefallen. Genau, er hier liegt nicht im Trigger drin. Wird er jetzt angenommen? Ja. Sind nochmal 2000 und. Also würde ich sagen, kriegt man ja fast 60.000 hier für so eine Ladung. Ja, hier liegt auch noch jede Menge. Hier liegt noch jede Menge drin. Und es gibt mittlerweile ein paar Euro Umweltbonus, ne? Wenn wir durchgucken, ne, haben wir alle. Wahrscheinlich sind die Ballen deshalb rosa, dass man sie besser sieht, ne? Aber das ist eben, wir könnten das höchstens anders machen. Hier ist ja keine Kollision drin, ne? Sieht zwar jetzt nicht schön aus, was wir machen, aber geht schon. So, wenn wir die ganzen nämlich hier einfach runterstellen. So, 64.000 plus 700 Euro Umweltbonus. Ja, den Umweltbonus müssen wir arbeiten, dass der besser wird, ne? So, er fährt zum Hof, Lohnerhof. So, und unser Fan müsste auch angekommen sein. Ja, hier will ich auch noch was investieren, ne? Aber ich habe es als Mod noch nicht drauf. Ich denke mal, das habe ich schon aufgemacht, ist 1 Million drin, ne? Und die anderen sind, glaube ich, 2,5 Millionen drin, ne? Und ja, ich denke mal schon, ich hatte gesehen, Rolf hatte das Förderband nochmal überarbeitet. Dass das einen kleineren Einzug hat, das sagt mir eigentlich schon gut zu, ne? Und da werden wir mal gucken, das werden wir mit draufnehmen auf den Server. Und da werden wir das vielleicht auch mit dem Förderband auslöffeln können. Wo ist denn nun? Hier ist der Verkäufer. So, theoretisch wird das Geld fast schon reichen, aber wir werden die Ladung Raps trotzdem verkaufen. Und dann fährt er zurück zum LU. Beziehungsweise wird er hier gleich nochmal am Einkauf ein paar Liter Soja mitnehmen, dass wir auch Silagemittel produziert kriegen. 70.000 hier nochmal. Das könnte man nämlich auch machen. Wenn er einmal hier ist, können wir hier ein paar Liter mitnehmen. 10.000 oder irgendwas. Wir müssen keine Unmengen Silagemittel haben. Ne. Ach, hier kriege ich noch Saatgut. Na toll. Das wollte ich nicht. Ach, vorne musste ich hinfahren, ne? Kann man das hier verkaufen? Ja, wird angenommen. Ich glaube, hier vorne kriegte ich doch Getreide zum Einkaufen, ne? Da war ich jetzt verkehrt. Weil Saatgut ist ja auch das einzige nehmen, was wir herstellen können, was wir selber herstellen und verkaufen könnten. Hier Soja. Wir werden ungefähr 10.000 Liter mitnehmen. Und selbst das kostet schon wieder stolzes Sümmchen, ne?
Geht noch, ist richtig, ne? Und da fahren wir erstmal hoch zum Lohnerhof. So, und dann kaufen wir weiter ein. Beziehungsweise setzen wir ihn hier erstmal in Gang, wenn er schon mal hier ankommt, ne? Ja, wenn ich das hier so sehe, das könnte mit der Sämaschine auch knapp werden. Das muss ich mir auch nochmal angucken, dann. Oder ist das der, der sich geändert hatte? Dann habe ich aber die falsche Feldnummer. Nee, das ist der nicht. Kann sein, dass das zu eng wird mit der Birke dort. Ne. Also mit einem Anhänger und einem Trecker konnte ich hinfahren, aber Sämaschine habe ich schon festgestellt, die geht so schlecht hinten rum. Ne. So. Hier, einmal Kurs generieren. So, und zwar der kann raus. 18 Meter passt. Wir machen 3 Vorgewände. Fangen aber auf dem Bahn an. Er wird eine ganze Zeit unterwegs sein. Er wird einiges an Kalk brauchen, würde ich jetzt so vermuten. Und sagen ihn, er kann hier am ersten Wegpunkt anfangen. Und schalten CP ein. Da kann er hier seine Arbeit verrichten. In der Hoffnung, dass wir das Feld vielleicht noch ein bisschen besser kriegen von der Bewertung her. Wir haben jetzt 57. Wir müssten ja dann jedenfalls beim pH-Wert auch noch hochgehen. Ne? Aber mal schauen. So, er ist auf dem Rückweg. Achso, das war der Ballenhänger, der vorne angekommen ist. So, wir wollten weiter einkaufen. Und zwar Feld 2. Ist ja sozusagen, ja, ist zwar auch ein Stück weg von uns, aber denke mal, das passt schon. So, jetzt müssen wir ebenfalls die Bodenbewertung kaufen. Wie viel Geld haben wir noch? 172.000. Ja, viel bleibt nicht übrig, ne? 50 haben wir. So, Bodenbewertung kaufen kostet in dem Fall ja 15.000. So, und kriechen wir da keine 57, warum nicht? Ja, das verstehe ich schon oder nicht. Wir müssten doch jetzt hier eigentlich auch... wir haben ja jetzt das, den Boden analysiert. Müssten wir doch auch eigentlich die 57 kriegen. Achso, doch, da steht sie. Okay, hat eine Weile gedauert. Will man nichts gesagt haben. Ne? So, so, hier sieht es so aus, wir brauchen wahnsinnig viel Dünger und müssen natürlich auch richtig kalken noch. Ne? So, und da schnappen wir uns nämlich den zweiten, der hier vorne rumsteht. Und da werden wir hier schon mal Dünger ausbringen. Bei den anderen waren es... wie viel war es da? Das sieht man jetzt leider nicht mehr. Ne? Jetzt sind wir schon bei 87%. Waren es nicht bloß 67? Ist es schon hochgegangen um 20%? Naja, geht es noch auf 89 hoch. Naja, gut. Lassen wir den mal den Kalk ausbringen. Ne? So, fahren wir mal hin. Jetzt muss ich unten, muss ich bloß mal kurz gucken. Oh, Gegenverkehr. Ich muss ganz vor, ne? Tja, wann kannst du uns mal gehören, Feld 4 hier? Ah, wäre zu geil, hier mit dem Thresher drauf rumzufahren, ne, oder? Ups, hier sollten wir aber auf der Straße fahren.
Ja, wir haben dann schauen müssen, was am nächsten Tag für Lohneraufträge gibt, ne? Dass wir nicht ganz pleite gehen, ne? Meine gut, den Raps hätten wir vielleicht doch nicht mehr verkaufen müssen, ne? Aber sicher, sicher, wir haben ja noch ein bisschen Polster und das war auch von Wert her halt. Wir müssen hier lang. Eigentlich auch drin. Und wie gesagt, aktuell brauchen wir den Raps in der Menge nicht. Ja, ich meine, die Rüben, die werden trotzdem nicht über die ganze Saison reichen. Also wir müssen definitiv auch ein ordentliches Feld in der nächsten Saison anpflanzen, wo Rüben drauf sind. Sonst wird das auch nichts, ne? Also da müssen wir schon ein bisschen gucken, dass wir da dementsprechend... Na. Dass wir dementsprechend noch Früchte anbauen dann. Ne? Warum schiebt der jetzt so? Ja, heute Abend wollen wir ja auch live streamen. Hier von der Rostock. Zum Freitag, ne? Und mal gucken, was da noch zu tun ist. Ich meine, sicherlich bei mir ist jetzt hier, wo ich die Folge aufnehme, erst oder ist Dienstagabend, ne? Aber ich komme morgen nicht dazu und komme auch übermorgen nicht dazu. Und ich vermute mal, dass Jörg hier wieder Überstunden macht, ne? Vielleicht sind wir dann auch schon über den Winter drüber, mal gucken. Aber theoretisch müssten wir ja eigentlich nur noch von unseren Feldern Zuckerrüben ernten, ne? Von Feld 36. Also es kann schon sein, dass wir ein ganzes Stück weiter sind, ne? Wow, warum ruckelt das jetzt so? So, hier gibt es auch einen Kurs. Natürlich mit 42 Metern. Wir machen auf jeden Fall auch scharfe Ecken, weil es jetzt Unterfeld ist. Ne? Ein Vorgewände reicht uns trotzdem. Wir fangen auch im Vorgewände an. Ne? So, erster Wegpunkt. Was? Wo will er hin? Ehrenrunde. Ne? So, und er wird richtig Dünger rausgehauen, würde ich vermuten. Oh, der rennt runter, der Dünger. Ne? So, was hatten wir vorher gesagt? Wir hatten vorher... Das sehe ich schon wieder fast nicht mehr. Das wird 67%. Also, das lohnt sich schon, den Dünger noch hier auszubringen. Zumal wir haben selber produziert. Ne? Kommen auf 87%. 84 Tonnen. Ne? Was wir dann ernten können. Das... Ist schon okay. Dann kommt noch Kalk drauf und das sollte das passen. So, unser LKW ist auch fertig mit seiner Arbeit. Ne? So wie das schien, da ist um Gärreste angekommen. Ja, hier werde ich dann noch ein bisschen was verladen und die BGA tun. Genau, er ist hier fertig. Aber lassen wir den hier oben stehen. Na, ist egal. Ich sage immer oben. Ich bin immer der Meinung, das ist oben, weil wir hier einen Berg hochfahren müssen. Ne? Wir sind aber unten auf der Karte, ne? Oder?
Der andere ist auch angekommen. Der Klaas. Ich meine, wir fahren mit dem Fass auch Wasser. Ne? So, Quatsch, so rum am besten. Boah, hier genau. Wie gesagt, Rübenschnitzel, ja, die sind dann alle, müssen wir abschalten in der BGA. Sei denn, wie gesagt, wenn wir dann mit Felder noch hier kalken und düngen fertig sind, können wir ja die Nacht überspringen. Dann sieht das schon wieder anders aus, ne? Dann könnten wir vielleicht auch relativ wieder schnell an den Rübenschnitzel rankommen. Denn mit zwei Feldern, die wir jetzt haben mit Rüben, sollte das nicht das Thema sein. Aber ich muss mit Erschrecken feststellen, dass schon wieder hier mir selber hier in Überstunden verfallen. Ne? Folge ist rum. Ne? Wie gesagt, andere Silo müssen wir mal gucken, wie weit wir hier reichen mit unserer Silage, weil die ist ja echt hier nur für die BGA, die wir machen. Ne? Gut, wir machen jetzt auch hier nicht länger. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, heute Abend soll es Livestream geben. Wenn nichts dazwischen kommt, aber ich denke mal nicht. Ne? Man weiß es ja mal nicht. Ne? Und ja. Wie gesagt, von der Rostock. Machen wir da auf Twitch. Weiter hier an der Stelle. Sicherlich vielleicht schon einen Monat weiter. Könnte ich mir vorstellen. Also vielen, vielen Dank. Bis dahin. Und tschüss.